perfekt vorbereitet in die Skisaison starten. Bei Intersport 17 Rübel in Altötting werden Ihre Ski auf der Weltcup-Schleifmaschine aus dem Hause Wintersteiger perfekt für die Tage auf der Piste präpariert. Intersport 17 Rübel Altötting, Ihr Partner für den Sport. Internationale Spezialitäten aus dem R-Markt in Altötting. Täglich eine große Auswahl von über 2500 Artikeln. Frisch aus der Bahnhofstraße 6 bis 8 in Altötting auf Ihren Tisch. Direkt aus dem R-Markt in Altötting. Ab November große Stallweihnacht beim Meuerhof in Aschauern. In festliche Deko, weihnachtliche Geschenke und alles, um Haus und Hof in Weihnachtsstimmung zu tauchen. Dienstag bis Samstag ab 9 Uhr beim Meuerhof in Aschau am Inn. Besuchen Sie den Schütz Family Store und entdecken Sie unsere große Auswahl an gruselig schönen Halloween-Artikeln. Für ein unvergessliches Halloween-Erlebnis. Am Sonntag, den 27. Oktober 2024, war es wieder soweit. Der traditionelle Altöttinger Tillimarkt lockte zahlreiche Besucher in die Innenstadt von Altötting. Wir waren für Sie vor Ort und schauen uns jetzt mal auf dem traditionellen Tillimarkt für Sie um. Der Tillimarkt zeigte sich als wahrer Besuchermagnet und bewies erneut seinen festen Platz im kulturellen und sozialen Leben der Region. Bereits ab 10 Uhr füllten sich die Straßen rund um das Altöttinger Stadtzentrum. Vom historischen Kapellplatz über die Neuöttinger Straße bis zum Tilliplatz, weiter zur Burghauser Straße und zur Bahnhofstraße. Überall luden Stände zum Stöbern und Entdecken ein. Die Vieranten präsentierten eine breite Palette an Waren und ließen keine Wünsche offen. Auch der Referent des Tillimarkts, Peter Meyer, war begeistert von dem vielfältigen Marktangebot. Ja, wir haben ein paar Neuerungen. Ist quasi in der Bahnhofstraße auf der rechten Seite ein neuer Imbissstand. Der hat ganz ausgefallene Sachen, irgendwie Bratwurst mit Haribo. Und haben wir selber noch nicht gesehen, hat sich interessant angehört. Haben wir jetzt einmal mitgenommen. Warum nicht einmal was Neues ausprobieren, gell? Dann haben wir einen neuen mit Blumengestecke, haben wir jemanden neuen da. Und der was einen guten Wein verkauft nebenbei. Auch was ausgefallen ist, haben wir auch mal mitgenommen, ja. Und wie viele Vieranten und Stände sind denn heute hier am Tillimarkt vertreten? Ah, das ist jetzt eine ganz gute Frage. Ich schätze zwischen 60 und 70. Wir haben schon einen Haufen in der Voranmeldung gehabt. Aber ich schätze, gute 60 oder 70 werden wir heute sein. Und der Tillimarkt, das ist ja immer so Marktsaison im Herbst und danach geht es ja gleich weiter mit der Weihnachtszeit und die Christkindlmärkte. Ich glaube, da steht in Altötting auch schon das nächste Highlight in den Startlöchern, oder? Genau, auch für uns. Also wir sind jetzt halt aktuell schwer in die Vorbereitungen für den Christkindlmarkt in Altötting. Freuen wir uns, wenn es wieder losgeht am Kapellplatz. Werden wir in 2 Wochen anfangen zum Aufbauen. Kommt alle nach Altötting auf den Christkindlmarkt, kann ich nur sagen. Schöne Verweilstationen, Eintritt frei vor allem. Und bis 15. Dezember seht uns dann am Christkindlmarkt. Besonders beliebt war auch in diesem Jahr der historische Markt am Kapellplatz, der mit Ledereien, Seifensiedern und Edelsteinhändlern in prächtigen Gewändern für eine eindrucksvolle Atmosphäre sorgte. Hier konnten die Besucher in die Vergangenheit eintauchen und traditionelle Handwerkskunst hautnah erleben. Ein besonderes Highlight war in diesem Jahr auch die historische Druckerpresse der Herzogstadt Burghausen. Also das ist eine original Gutenberg-Nachbau. Die Pläne haben wir aus dem Internet quasi und dann selber nachgebaut. Und die Metallteile hat unser damaliger Herzog von der Hammerschmiede in Burghausen, der Schmied, die Lehrlinge durften die machen. Und genau, die Druckerpresse gehört quasi der Herzogstadt und wir dürfen sie als Gruppe betreiben und bedienen. Und das heißt jetzt, die Besucher hier auf dem Tillimarkt in Altötting, die können sich ein Motiv aussuchen und dann? Nee, also Motiv aussuchen, wir haben jetzt momentan das Motiv, also den Druck, das Vaterunser drin. Und den können sie dann drucken. Und das dürfen die Besucher dann auch mitnehmen, oder? Also eine schöne Transportmappe, da stehen hinten auch noch ein bisschen Informationen quasi zum Gutenberg, zur Gutenberg-Druck mit drauf und das dürfen sie dann mit nach Hause nehmen, genau. Und das Ganze macht sie ja für einen guten Zweck, oder?
Ja, wir verlangen nichts für den Glück und für wir spenden, praktisch gehen es was die Leute spenden, wir haben welche Kinderlachen gespendet. Ab 13 Uhr öffneten dann auch die Altöttinger Geschäfte ihre Türen und rundeten das bunte Marktgeschehen ab. Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich sichtlich begeistert von der Vielfalt und der gelungenen Mischung aus Tradition und modernem Markttreiben. Alles in allem war der Altöttinger Tillimarkt 2024 wieder ein voller Erfolg. Mit 77 Ständen und Firanden war tatsächlich für Jung und Alt allerhand geboten. Und es war einfach mal wieder ein schöner Tag, ein Ort der Begegnung und natürlich zusätzlich zum Tillimarkt. Auch wunderbar, um am Sonntag einfach mal den verkaufsoffenen Sonntag in Ruhe und entspannt zu genießen. Und damit verabschieden wir uns jetzt hier aus Altötting, wünschen Ihnen alles Gute und bis bald. Ihre Nicola Koska. Perfekt vorbereitet in die Skisaison starten. Bei Intersport 17 Rübel in Altötting werden Ihre Ski auf der Weltcup-Schleifmaschine aus dem Hause Wintersteiger perfekt für die Tage auf der Piste präpariert. Intersport 17 Rübel Altötting, Ihr Partner für den Sport. Internationale Spezialitäten aus dem R-Markt in Altötting. Täglich eine große Auswahl von über 2500 Artikeln. Frisch aus der Bahnhofstraße 6 bis 8 in Altötting auf Ihren Tisch. Direkt aus dem R-Markt in Altötting. Ab November große Stallweihnacht beim Meuerhof in Aschauern in festliche Deko, weihnachtliche Geschenke und alles, um Haus und Hof in Weihnachtsstimmung zu tauchen. Dienstag bis Samstag ab 9 Uhr beim Meuerhof in Aschauern in. Besuchen Sie den Schütz Family Store und entdecken Sie unsere große Auswahl an gruselig schönen Halloween-Artikeln. Für ein unvergessliches Halloween-Erlebnis.